Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und in diesem Film geht es darum, wie ich mit dem Heißhunger auf Süßigkeiten umgehen kann. Also ich behaupte mal, bei mir war das in der Vergangenheit wirklich ein Thema. Es gab ja die unterschiedlichsten Gründe, wieso Süßigkeiten verführerisch sind und waren. Das heißt, man brauchte Energiezufuhr oder man brauchte etwas für die Gemütlichkeit und irgendwie schütten ja Süßigkeiten Glücksmomente aus. Also da kommt ja ganz viel zusammen und bei mir war dann kein Halten mehr. Und jetzt habe ich schon seit 2 Jahren oder 3 Jahren, weiß nicht mehr genau, Cashewmus entdeckt. Und das ist meine Seligkeit. Und Cashewmus wirklich, ich kann das mit dem Löffel essen, schmilzt auf der Zunge wie Schokolade. Also das ist eine cremige Konsistenz und es ist wirklich nur gemahlene oder sind nur gemahlene Cashewnüsse. Und klar ist das auch eine Kalorienanzahl, aber ich habe nicht mehr dieses diese schnelle Energie und die dann hinterher so genauso schnell wieder abfällt und manchmal auch noch tiefer fällt, sondern es sind gesunde Kalorien in diesem Fall, denn okay, das ist ja auch allgemein bekannt, was Zucker alles so an Krankheiten eventuell mit begünstigt, von Diabetes oder was weiß ich alles. Das soll gar nicht das Thema sein, sondern mein Hilfsmittel ist wirklich Cashewmus. Wenn ich unterwegs bin, dann habe ich Mandeln in der Handtasche, ganz normale Mandeln, nicht geröstet oder irgendwie was weiterverarbeitet, sondern die, die man aus der Küche zu backen kennt. Das hilft mir, Mandeln sind sehr, sehr süß. Dann noch ein Tipp, wenn ich so aus der Kälte draußen nach Hause komme und denke, oh, jetzt ein heißer Kakao wäre ganz toll, dann ist das bei mir Mandelmilch, gesüßt mit Cashewmus und Rohkakaopulver. Und ich erwärme das dann immer gerne nochmal. Das ist auch ganz, ganz köstlich und trinke ich wirklich gerne wie Schokolade. Dann noch die Möglichkeit, Mandelmilch mit einer, das kann man auch mit einer normalen Milch natürlich machen. Mandelmilch ist aber noch süßer. Und eine Banane gemixt und Cashewmus, alles einmal schön schaumig gemixt, ist auch ein ganz, ganz köstlicher Drink. Aber es gibt sicherlich auch bei Ihnen noch so viele schöne Tipps, was man machen kann, um diesem Heißhunger zu entgehen, der einen ab und zu mal überfällt. Ich weiß, es ist nicht jeder, aber doch sehr viele, glaube ich, die davon betroffen sind. Und da würde mich natürlich Ihr Tipp interessieren unten in den Kommentaren. Und ich sage Tschüss!